Meine lieben Freunde, herzlich willkommen hier zurück bei mir zu Hause in meinem Wohnzimmer. Ihr wisst, was das heißt. Wir schauen uns wieder gemeinsam etwas an. Ein neues Video. Na klar, Scooter Weekend 2008 ist an der Reihe. Auch hier haben wir eine DVD. Ja. Bevor wir loslegen, allerdings noch ein paar Infos zu unseren Angeboten der Woche. Habe ich wie immer unten verlinkt. Schaut mal vorbei. Viele schöne Sachen dieses Mal am Start. Stage 6 Street Race Zylinder, RT Zylinder für sehr günstiges Geld. Und darüber hinaus noch viele andere schöne Sachen. Unter anderem zum Beispiel diesen schönen Stage 6 Double Air Luftfilter. 49% reduziert, das sind 19 Euro aktuell für diesen Luftfilter. Unerlässlich, wenn ihr einen größeren Vergaser fahrt, Motor mit ordentlich Spaus, dann braucht er natürlich richtig Luft, da seid ihr an der richtigen Adresse. Und auch im Angebot Stage 6 RT Federbein für die SR50 auch 49% reduziert, 249 Euro aktuell nur für dieses High-End Federbein. Und das ist nicht das Beste, sondern die beiden Artikel, die ich jetzt gezeigt habe, die verlosen wir auch. Einmal dieses Federbein, fünfmal dieser Luftfilter. Alles, was ihr machen müsst, um an der Verlosung teilzunehmen, lasst uns unten einen Kommentar da, was ihr lieber haben möchtet, Federbein oder Luftfilter, und abonniert den Kanal, lasst ein Like da, na klar, das Übliche, und dann kommt ihr in den Lostopf. Und demnächst, ich kann auch nicht genau sagen, wann, ich sag mal so, in 7 bis 10 Tagen lose ich dann den Gewinner aus und schicke das dann zu. Wir schauen uns die Scooter Weekend 2008 DVD an. Die war ein bisschen schwieriger zu rücken als die 2007er Version. Da gibt es viele unterschiedliche Kapitel. Wir schauen uns jetzt mal zwei der längsten Kapitel gemeinsam an. Wenn euch das gefällt, schreibt es in die Kommentare. Dann schauen wir uns die anderen Kapitel auch noch gemeinsam an. Und dann gibt es auch noch eine Verlosung. Denn der liebe Kollege Marco hatte, warum auch immer, zu Hause noch eine Kiste mit Scooter Weekend DVDs, ja, und wenn ihr möchtet, dass wir uns den nächsten Titel anschauen, dann werde ich im Zuge dessen mehrere Pakete mit mehreren DVDs verlosen und die euch dann zuschicken. Ich kritzel auch gerne vorher noch was drauf. Nun fangen wir aber an mit den ersten beiden langen Kapiteln. Ich habe die DVD, glaube ich, seit Erscheinen nicht mehr gesehen, also seit 2008. Ich weiß quasi nicht, was auf mich zukommt. Schauen wir mal rein. Es wird sicher lustig bis unangenehm. Huh? So, ich starte die Bildschirmaufnahme. Wenn es an der Tür klingelt, ich höre das nicht, sagt mir bitte Bescheid, ich erwarte ein Paket vom Postmann. Alles klar. So, auf geht's. Ja, Eurospeedway Lausitz, ne? Nicht mehr Hockenheim, aus genannten Gründen Eurospeedway Lausitz im Osten, war eine ganz schön lange Strecke, ich glaube von Saarbrücken über 700 Kilometer, eine riesige Location mit riesen Rundkurs, schöne Location eigentlich, nur für die meisten eben eine sehr weite Anreise, ne? Hier der Kollege links, ne, den haben wir in dem letzten Video auch gesehen, das ist besagter Japaner vom Scooter Champ Magazin, glaube ich, aus Japan, der auch hier wieder angereist ist, um schöne Fotos von den Rollern zu schießen. Ne? Die Scooter Kings, Grüße gehen raus. Ja, da All the girls walk by, dressed up for each other.
Den Kollege haben wir später auch mit dem Tattoo auf der Wade mit dem Streetbass Magazin besucht. Da hat er sich, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, das Tattoo noch erweitern lassen. Nur noch ein bisschen bunt machen lassen. Grüße gehen raus. Ich glaube, ihr schaut unsere Videos auch noch immer. Guter Tech-Sprinter ist quasi ein Leiterrahmen, wo diese U-Boot-Verkleidung drumherum war. Für die Aerodynamik hat man damals getestet. Ob es viel schneller war, ich kann es nicht mehr genau in Zahlen sagen, aber ich sag mal, durchgesetzt hat es sich nicht. Ein riesen Rundkurs natürlich, ne? Stabil. Ich hab hier noch keinen Fisch gefangen hier. Ich hab schon die ganze Zeit die Leine ausgeworfen, aber ich weiß nicht. Ja. Heilige Fahrer. Einfach nur geil. Original Atzenflavor. Mach schon mal Gruppenfoto von mir, meiner Burg. Je ne parle pas français. Moi aussi. Ja, Jumpstyle, ne? Erinnert sich noch einer, das war früher mal ein Thema, ne? Diese Art zu tanzen. Mama, ich kann was! Herr Steffen! Oh! Schreib das zwei Takt drauf! Ich bin frisch rasiert! Ein bisschen Schizo ist doch wohl schick, oder Geile nicht? Aktion. Ich bin schizophren, ich auch. Ach, hey. Olli.
Rat mal, wer es gemalt hat, Alter. Sehr schönes Fahrzeug. Hat später, glaube ich, noch die Custom Show in Saarbrücken gewonnen. Nicht im selben Jahr, oder war das davor? Pervers. Was ist das? 500 Arbeitsstunden, sagt der Stecks. 496. Krass, Alter. Muss ich mal weggehen, aber sieht man auch. Mal, guck mal hier die Details hier. Die Eisbärenbande, die das Piaggio-Zeichen klauen wollen. Da würde ich nicht zulassen. Da würde ich direkt mit dem Roundhouse-Kick da einschreiben. Auch der Barrio-Kasten halt mit lackiert. Hier poliert und ab da lackiert. Läuft, spiegelt wirklich. Fahren kannst du dir noch geile Filme auf Rosette projizieren lassen, verstehst du? Das ist ein cooler Typ, weißt du? Und an der Ampel rutschst du dann immer nach vorne. Und ich habe damals aber auch, da war ich gerade 20, glaube ich, da habe ich aber auch genauso geredet, wie ich mich gekleidet habe. Ne? Came a long way. Hast du da gerade so einen geilen Pornostreifen laufen? Michael! Savage is traveler, pick my teeth with the bones of cadavers. Ravage your magic, this ravage your cabbage. Swing a battle axe cause I can't stay average. Roll with the maverick who moves by the matter. Down with the ice fame, angel misguided. The phantom in your cab to the ride. Why can't we fathom the pattern of the sky? It's dark when I wake, like cold when I sleep. Fight comes often when you walk on the street. Embark on my feet of neuroscience is double beast. Pass it on your frame, make the moon seem lovely. And you gotta get a rock this way. Das ist nicht das, wonach es aussieht, hä? Das sehen wir gleich alles nochmal in längerer Ausführung. Ja, das hatte ich ja schon ganz vergessen. Ja, es gab ja damals diese Sammelfiguren, ne? Die waren sehr begrenzt und da haben die Leute einiges für angeboten zu tun und wir haben das dankbar angenommen. Ne? Mats ab. Volles Pfund auf nacktes Fleisch einschmettert. Jetzt mal ernsthaft, da tut mir mehr weh als wie euch. Ja? So. Achtung, es geht los. Ich spät ihr bald mal. Jetzt kommen die letzten, die Zimmer richtig. Alter, du hast angeschön. Hast du redlich verdient. Ja, habt ihr euch verdient. Das ist ein Video, müsst ihr nicht stillhalten. Wir waren jung und brauchten das Geld. Kurze Zwischeninfo, falls ihr euch jetzt wundert, und das werdet ihr bestimmt, warum das Video an dieser Stelle geblurrt ist. Ich habe mich entschlossen, das im Schnitt jetzt so zu machen. Das, wo man die Gesichter der Mädels sieht, das werde ich alles blurren. Das ist 12 Jahre her, die waren da 18, 19. Ich habe da keinen Bock drauf, dass da jetzt 12 Jahre später dann irgendein Video von denen auftaucht, wo die leicht bekleidet ausgepeitscht werden im Internet. Deshalb habt bitte Verständnis. Ja, auch wenn jetzt viele sicher sagen werden, ich bin Spielverderber, habe Verständnis, dass ich jetzt hier das unkenntlich mache, damit die da, ich weiß nicht, was die heute machen. Finde ich einfach nicht cool, dann das einfach nochmal ins Internet zu stellen. Deshalb blören wir das an der Stelle. Die Aktion ist ja nach wie vor drin. Ne? Das nur als Zwischeninfo. Ja, ich glaube, das war
Das war das erste Kapitel. Jetzt kommt das nächste. Jetzt kommen die Fun Games. Also, ich erinnere mich jetzt. Ich glaube, das erste Kapitel, dieses lange, was wir gerade gesehen haben, war quasi jeweils die Kurzvorschau der einzelnen Kapitel. Und jetzt kommen die Kapitel jeweils extended. Steht jetzt hier auch nichts auf der DVD drauf. Jetzt schauen wir uns noch die Fun Games an. Da ist auch noch einiges Lustiges passiert. Los geht's. Geil. Da sind die, die waren so begehrt damals, die Figuren, ne? Weil die gab es nicht zu kaufen. Die konntest du nur gewinnen durch irgendwelche Aktionen. Und da haben wir dann diese Fun Games gemacht. Ich weiß noch, ich bin mit dem Tilo vom Scooter Weekend in alle möglichen Märkte gefahren. Wir haben so viel Scheiß gekauft für diese Fun Games. Unter anderem auch diese Gerte, die wir gerade schon in diversen Aktionen gesehen haben. Und ganz viel Kram, den wir jetzt auf der Bühne verwendet haben. Was wir da an Kohle rausgehauen haben für unnützen Kram, nur um diese Games irgendwie spaßig zu gestalten. Das war schon lustig. Bunny! Oh. Also hier gab es so eine Art Sackhüpfen. Da mussten die Leute einen Schlafsack anziehen, dann wurden die eingewickelt und dann mussten die quasi von der Bühne die Treppe runter bis zu einem bestimmten Punkt und einer ist umgefallen. Ich glaube, das war der Herr, der hier zu sehen ist und der hat sich die Rippen gebrochen. Tut mir leid, dass ich drüber lache. Hätte man auch eigentlich wissen müssen, dass das eventuell gefährlich ist. Es war ja auch immer jeweils noch eine Aufpasserperson dabei, aber die gestürzte Person hat sich auf jeden Fall was gebrochen. Ja. Aber wir haben immerhin Helme aufgezogen, ne? Also so vorausschauend waren wir dann schon. Guck, also wir haben ja auch festgehalten, ne? Wir haben uns schon Gedanken gemacht, also die Idee war gut. Komm, lass dich nicht lumpen, man kann dich euch pumpen. Boom, hab das Bier, pump es jetzt, pump es hier. Boom, hab das Bier, pump es ab, pump es, pump es, pump es. Ich glaube, das war der Sturz. Hier. Ich glaube, das ist der Sturz, der zum... Da muss ich zum Rücken. Das schmeckt so gut. Noch ein Bierchen, oh, ja. Laune. Oh ja. Ah Mann, das tut mir auch so viele Jahre später, tut mir das noch leid. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, wir haben damals noch, danach noch trotzdem so eine Figur gegeben. Ja, dumm gelaufen, ne? Wo bin ich hier? Sag doch endlich mal, dem wird Bescheid. Doch ein Bier. Ja, das ist ein Fun Games. Das habe ich quasi wieder zurückgebracht. Ich bin ja selbst, das habe ich in den früheren Videos erzählt, auch bei den Fun Games gewesen, 2004 auf der Bühne. Und da musste ich mit zusammengetäten Beinen auch zwischen Kakteen stehen und balancieren. Ich bin damals in die Kakteen gefallen und deshalb habe ich dieses Spiel hier nochmal als Moderator quasi zurückgebracht. Der alten Zeiten wegen. Genau, Druckbetanke noch dabei. Und Schabbat. Aus den Humpen, komm, lass dich nicht lumpen. Man kann dich euch pumpen. Boom, ab das Bier. Hey. Pump es hier. Pump es hier. Boom, ab das Bier. Pump es ab. Pump es, pump es, pump es. Tabasco auf die Tischtennisbälle. Nicht hier, sag doch endlich mal, dir wird Bescheid. Oh. Noch ein Bier, 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 noch ein Bier. Also das Fun Game, das war auch relativ gemein. Da haben wir auf der Bühne Aufkleber ausgelegt
Und die Jungs mussten dann von ihrem Spielpartner eingesprüht werden mit Sprühkleber und sich dann da drin wälzen. Und wer die meisten Kleber aufgesammelt hat, hat gewonnen. Was ich damals gesagt habe, ist, kein Problem, der Sprühkleber, der ist wasserlöslich. War aber nicht. Ich weiß noch, dass tags drauf noch jemand zu mir kam, hat sein T-Shirt angehoben, der war komplett voll mit schwarzen Fäden, hat gesagt, die haben selbst mit Benzin den Kleber nicht richtig runterbekommen. Ja, tut mir leid. Schwamm läuft sicher besser, hauen wir uns die Birne voll. Dumpes ab, denn heute ist Alltag, heute schmeißt man uns nicht raus. Ich bestell schon mal die Runde, heute gibt's du mal einen aus. Aua, das schmeckt so gut, so ein Bierchen, das macht Laune und geht ins Blut. Aua, wo bin ich hier? Sag doch endlich mal dem Wirt Bescheid. Noch ein Bier, noch ein Bier. Noch ein Bier, noch ein Bier, noch ein Bier, noch ein Bier. 21, 22, 99. Okay. 104. 93. Ja, also ganz klar, wer hat gewonnen? Wow, Sabe, alles rock, wenn wir da sind. Scooter Weekend, 0-1. Prost, hä? Wir haben alles kaputt gemacht. Alles kaputt gemacht. Wir sind die Asis Camping Platz 2. Also gibt's. Wir haben alles kaputt gemacht. Lass die Polizei rufen. Hey, Mann, ruf uns auf die Bühne, Mann. Zack! Jumpstyle, Mann! Da sind wir wieder beim Jumpstyle, ne? Also an mir ist dieser Kelch damals vorbeigegangen, aber das war ein Riesenthema. Geil, Digga, geil! Ja, was das damals sollte, dass jeder die Unterschrift auf seinem Arsch wollte, ich weiß es nicht. Ich weiß, einer hat die sich original übertätowieren lassen. Damals fand er das bestimmt cool, aber heute ist er wahrscheinlich über 30 und hat das einfach auf seinem Arsch drauf. Aber ist ja auch irgendwie lustig. Grüße gehen raus. Eieieiei, klassische Armbrücken. Okay. Ja, Team Gabel, ne, haben die sich an dem Abend genannt, war sehr präsent, hat Schäler überall eine Gabel reingeheftet. Grüße gehen raus, Boys and Girls. Ich hole die Leute auf die Bühne, ja? Das Erste, was sie machen, sie ziehen sich aus. Hat gar keiner nachgefragt. Hier, ne, Ballons, wer die meisten Ballons mit seinem Kopf zertrümmert. Und guck mal, ich habe extra im Decathlon so Schwimmbrettchen gekauft, die wir dann als Polster auf die Tische geklebt haben. Also man kann uns nicht vorwerfen, wir hätten uns nicht um die Sicherheit der Leute gesorgt. Mach die voll, weil und dazu das schöne Brustgemälde. Ja.
mit hochspringen. Geil. Ja, da war was los, ne? Ja, Mensch, das war das, da war was los, Leute. Da ging's richtig ab, ne? Aber schön, das nochmal alles so zu sehen, aber was für Aktion auch, ne, was die Leute damals gemacht haben für so eine Figur, ne, mal eben die Augenbrauen abrasieren, mit Edding übermalen, also das Gefühl am nächsten Morgen, wenn man es nicht mehr weiß, sich dran fasst und denkt, ach du Scheiße, ja, das waren die Fun Games, haben wir jetzt ausgiebig gesehen, ich glaube, es gibt noch Rundkurs, DSSC, Boxengasse sind auch noch viele lustige Sachen zu sehen, glaube ich. Also wenn ihr das sehen wollt, schreibt es in die Kommentare, lasst es mich wissen, dann drehe ich noch einen Teil. Entschuldigt, dass ich zwischendrin mal so ein bisschen auf die Uhr geguckt habe. Ich habe gleich noch eine Videokonferenz, die darf ich nicht verpassen. Wie gesagt, wenn ihr wollt, wir machen den nächsten Teil auch noch. Ich habe auch noch jede Menge von den DVDs hier. Danke nochmal an Marco fürs Zusenden. Die verlosen wir dann. Denkt dran, wir verlosen auch, ne, 5 hiervon, von den Double Air Luftfiltern. Und dieses schöne High-End Federbein könnt ihr gewinnen. Wie gesagt, unten Kommentar da lassen, was ihr von den beiden Dingern haben wollt. Like da lassen, Abo da lassen, ist klar. Ansonsten checkt die Angebote der Woche, habe ich wie immer unten verlinkt. Das war's für den Moment. Danke fürs Zuschauen. Danke für den Support. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal, Boys and Girls.